Als erstes möchte ich dir mal die Shiso Purple zeigen. Eine ganz spezielle rote Kresse, die sofort an Garam Masala, Kreuzkümmel, wenn du an die Currys denkst, natürlich in der asiatischen Welt, in der indischen Welt, da ganz klar daheim. Aber, und das ist das Spannende, wenn du es jetzt schmeckst und spürst, diese Kraft, die dahinter steht, ist natürlich perfekt für regionale Gerichte. Was ist das? Das ist unsere Kikuna Kress. Die ist richtig, richtig cool. Hast du sie schon probiert? Nein. Die musst du unbedingt mal auf die Zunge zergehen lassen, herzhaft draufbeißen und dann sagst du mir gleich, wonach es schmeckt. Karotte. Aber intensiv. Vom deftigen Schweinsbraten, sage ich mal in Anführungsstrichen, über ein Sorbet. Ich kann es sogar im Dessert mit einbauen. Also wichtig ist immer, hier auch eine andere Optik zu schaffen auf dem Teller. Der kann ich wunderbar einsetzen und habe natürlich damit den kleinsten, mittelchen, den größten Effekt. Und Rocket Chips, die kenne ich eh schon, aber willst du irgendwas dazu erklären? Also die Besonderheit ist natürlich, der Knoblauchgeschmack ist zu 100% da. Aber anders wie bei normalen Knoblauch, in Form der Zehe, wenn ich ihn einsetze, bleibt der Atem nicht zurück quasi. Also jemand, der sagt, ich mag keinen Knoblauch wegen dem schlechten Atem, bitte, Rocket Chips. Ne? Schaut natürlich in der Optik, in der Architektur wunderbar aus auf dem Teller, egal wo ich es dazu bringe. Wenn man das mal richtig saftig drauf beißt, dann schmeckt man die volle Power, die da drinnen steckt. Einen habe ich noch, unsere Sichuan-Kresse. Hast du die schon mal solo probiert? Nein, gar nicht. Solltest du das mal tun? Nimm mal beherzt was. So viel Grünzeug an einem Tag, aber die Kraft der Natur, volle Power. Ja. Sag, wie schmeckt es dir? Ja? Ja, Pfeffer. Wieder Szechuan-Pfeffer. Genau, das bitzelt noch so richtig nach. Ja. Das belebt die Zunge, das kribbelt nur so. Also perfekt natürlich für den Einsatz, für Fischspezialitäten, alles was in die asiatische Küche hineingeht. So genau, ja, genau das gleiche. Also ein Einsatzgebiet genauso wie beim Szechuan-Pfeffer. Ich kriege da richtig Aroma rein, allerdings mit einer grünen Flavoring-Schauer, mit dem man da drauf geht. Ne? Ja, wir vom Copper Kress haben natürlich noch ein bisschen mehr als nur die Kresse im Sortiment. Also auch essbare Blätter, essbare Blüten. Aber jetzt fangen wir mal mit den Blättern an. Fromage Leaf ist so das kleine, schöne Stichwort, wenn es um ein Highlight aus der Küche geht. Ein Blatt, das 1:1 nach Käse schmeckt. Ja. Kennst du das schon? Ja. Eines der beliebtesten Produkte, auch speziell in Frankreich, in unserem Copper Kress Sortiment und nicht nur dort. Dieses Blatt riecht und schmeckt sofort nach einem gereiften Brie, Camembert. Ja, und sobald man ein bisschen mehr Hitze draufbringt, ein bisschen mehr Wärme dazu bringt, geht es immer weiter rein in Blauschimmel, Gorgonzola, aber laktosefrei. Aber man soll nicht glauben irgendwo, dass das hier genetisch verändert ist. Es ist ein Zufallsprodukt. Rob Barn, der Firmeneigentümer, ist ein Foodhunter, der reist um die ganze Welt und sammelt diese Geschmäcker. Der probiert das, steht irgendwo auf der Welt und sagt, meine Güte, das schmeckt nach Käse. Ja. Und somit war das Käseblatt geboren. Hier unsere Kardamom-Leaves. Kardamom ist ein Gewürz, was sich immer mehr Beliebtheit etabliert. Aber die Blätter, die kennen die wenigsten. Riecht dran. Das ist Zimtblüte, Kardamom, so, so leicht und lieblich betörend, das ist so komplex. Da würden sehr, sehr viele sehr viel Geld ausgeben, um so ein Parfum zu bekommen. 1:1 anzuwenden, genau wie ein Lorbeer, ja, von der Anwendung her, und sonst überall probieren. Fisch, Fleisch, Gemüse, alles, Brühen, Bouillons. Noch ein drittes, unverkennbar, ja, ein Blatt, das immer zwei Blätter in einem beinhaltet, Kaffirleins. Wir kennen es getrocknet, wir kennen es gefroren, aber keiner weiß, dass das eine ganz andere Variante ist zum Beispiel. Die ist viel frischer, die ist viel exotischer, bringt viel mehr von dem Limettenaroma rüber. Und wenn du jetzt dran riechst, quasi, was das transportiert, ist es eine ganz andere Welt. Ja, schmilzt mal direkt dahin. Ich lasse es wieder. Wir von Copper Kress, wie schon gesagt, haben natürlich noch ein bisschen mehr im Petto. Ja, Blätter haben wir schon, Kresse haben wir schon gesehen. Jetzt wollen wir natürlich ein paar Specialties sehen. Ich habe zwei ganz besondere Favoriten mitgebracht. Unsere Pastis Drops. Magst du Lakritz? Magst du Anis? Dann solltest du unbedingt einmal probieren. Lakritz ist jetzt nicht so mein Favorite, aber... Ja, weil Lakritz ist immer gut zu wissen. Ja, man sollte immer ausloten quasi, ist er Fan der Gast oder ist er kein Fan? Mhm. Ja? Weil es gibt wirklich absolute Liebhaber von diesem Produkt. Aber ja, man beißt sehr, drauf. Ja? Sehr, sehr spannend. Absolut. Ein bisschen schön fruchtig, süß. Ja. Anis, absolut cool. Ja. Mhm. Dessert natürlich auch Schokolade, Bitterschokolade. Mhm. Kleiner Geheimtipp. Aber hier haben wir noch die stärkste Blüte im Sortiment. Ich habe sie mitgebracht. Das ist wirklich die intensivste Blüte, die wir im Sortiment haben. Unsere Sichuan Buttons. Das ist eine, ja, wenn man es wörtlich übersetzen würde, eine Paracresta aus Südamerika. Eine Elektroblüte im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn man nämlich da drauf beißt, dann gibt es ordentlich Elektroschocks quasi auf der Zunge. Und zwar nicht irgendwo eines Effekts her, der einfach nur zum Bespaßen ist, sondern das, was dort passiert, was du dort auch spürst,
ist im Grunde eigentlich, dass die Geschmackspapillaren zu 100% aufgestellt werden. Man ist in der Lage, dort danach zu schmecken wie ein Sentinel. Ja, du bist in der Lage, einen Bordeaux so in seine Einzelteile zu zerlegen, als wenn du 20 Jahre Sommelier warst in einem der besten Häuser der Welt. Ja. Ja. Spannend ist dann, du kannst es einsetzen, du kannst es auffräsen mit Zucker, mit Salz, herzhaft, wie du es verwenden möchtest, nur klein schneiden und in den Wok mit einmengen. Du kannst es in den Staubzucker hineingeben und dein Dessert ein wenig mit einem ganz besonderen Kick versehen. Ja. Du kannst das in den typischen Glasrand, der sein Revival hat, quasi mit dem Zucker, mit dem aromatisierten Zucker mit dazu ergeben. Ja. Wir haben letztens darüber geredet, wenn man es mit erwärmt, ja, wie lange circa hält es die Wirkung? Oder die soll man es überhaupt Wirkung nicht kochen? Die Wirkung bleibt drinnen, man kann es kochen. Ja. Ja. Man muss allerdings bewusst sein, dass die Flüssigkeit, die man darin kocht, auch wirklich dann alles beinhaltet, was man da rausgenommen hat. Also wenn man alles wieder aufnimmt von der Menge her, ja, ist auch alles drin. Es wirkt okay, etwas später, aber es bleibt dabei. Okay. Ja. Aber wie gesagt, man muss auch die Dosis mitsehen. Eine Blüte reicht im Normalfall für 60 Portionen. Okay. Es sei denn, man mag es etwas intensiver. Ja. Wenn man die ganze auf einmal isst, dann sollte man die Uhr stellen, weil es ist ein sehr starkes Aphrodisiakum. 3 Stunden hast du dann Zeit, dann soll es sein, wo du sein möchtest.